Umringt von grünen Wäldern, jenseits der großen Stadt, liegt ein kleines Königreich. Hier herrscht ein böser König, bei dem es jedermann verschuldet. Ihm gehört die große Hühnerfarm, auf der die Leute tagsüber schuften, und das Spielcasino, wo sie abends ihren Lohn wieder verspielen. Dennoch fällt es niemandem ein, gegen die herrschenden Verhältnisse aufzubegehren. Zum einen, weil der König nichts mehr liebt, als unfolgsamen Untertanen beim geringsten Vergehen die Gliedmaßen abzutrennen. Zum anderen, weil sich das eigene Leid gleich halb so schlimm anfühlt, solange es nur einen gibt, auf den man noch runtergucken kann, auf den man nach Herzenslust rumtrampeln kann. Und den gibt es zum Glück. Sein Name ist Axel.